Hi, willkommen zurück bei Patricks Finanzen und heute endlich, also eigentlich war es gestern Abend, aber heute ist das Video und zum Fasching, wie sagt man das, zum Karneval, also in der Schweiz wird das nicht zelebriert, aber halt in Deutschland, also 11.11., kurz dahinter, 11.28 Uhr, also 11.11. um 11.11 Uhr, sagen wir mal jetzt, ja, haben es geschafft. You, der Schweizer Broker, Tochter von Swissquote und Postfinanz, hat es geschafft, die Fractional Shares endlich zu launchen. War ja eigentlich schon für letzten Monat geplant gewesen, kam ein paar Tage später, aber jetzt ist es endlich da. Gleichzeitig haben sie die Anzahl der Aktien erhöht und mit zwischendurch hatten sie schon die Kryptos erhöht. Ich habe momentan bei You nur Krypto, weil ich eben genau auf diese Funktion gewartet habe, also auf die Fractional Shares. Und jetzt kann ich eigentlich Aktien kaufen. Aber ob es sich lohnt für euch, schon ab 25 Franken zu kaufen, das sage ich euch gleich, das zeige ich euch gleich in der Tabelle. Ich habe mir die Mühe gemacht, das alles auszurechnen für euch, um zu sehen, ab wann lohnt es sich und bis wann lohnt es sich. Denn es gibt auch eine Obergrenze, wo man dann sagen sollte, okay, hier bis hierhin und nicht mehr. Ja? Aber das schauen wir uns gleich an. Und dann gehen wir so auf das Handy, dann blende ich das Handy hier so irgendwo der oder der Seite ein. Ich glaube, hier so. Da so. Egal. Und dann werde ich euch zeigen, wie das Ganze aussieht von der App. Und ja. Den Rest, falls ihr noch nicht kennt. Ansonsten, ich habe schon mal ein Video darüber gemacht. Das war im Mai gewesen. Und vielen Dank für alle, die sich angemeldet haben. Falls du dich anmelden möchtest, gibt es immer noch die 500 Swiss Coins, die ungefähr 5 Franken und ein paar Rappen Guthaben sind sozusagen, wenn du mindestens 500 Franken überweist. Und dann kannst du loslegen und investieren. Also für alle, die in der Schweiz wohnen und keinen deutschen Broker oder nicht die Giro oder sonstige ausländische Broker nutzen wollen oder wollten bisher, jetzt ist endlich die Zeit, dass man nicht Swissquote nutzen muss, wo die Gebühren auch sehr teuer sind, sondern jetzt You nutzen kann, wenn man in Beträgen und Beträgen arbeitet, die nicht exorbitant hoch sind. Ja, also auch für Normalos wie mich und für alle jungen Leute auch zum Beispiel, die gerade anfangen mit Geld investieren, dafür ist es perfekt. Also, das schauen wir uns jetzt an. Also, das ist die Website und ihr seht, hier steht jetzt schon da, wo habe ich es gehabt? Ich gehe nochmal kurz zurück. Und wenn wir hier gehen, Fractional Shares, mehr erfahren, dann steht das genau hier. Mit den Fractional Shares trittst du in den Club der Aktionäre, Aktionärinnen ein, bla bla bla. Das heißt, alles, was wirklich sehr teuer ist oder wenn du nur ein bestimmtes Budget hast, kannst du jetzt ab 25, ne, aber wie gesagt, das zeige ich euch gleich, besparen. So sieht das Ganze aus. Also die Webseite kannst du euch anschauen. Ihr habt ein normales Konto mit dabei, das darf man nicht vergessen. Das heißt, mit einer normalen Karte, die könnt ihr benutzen und einkaufen. Wenn ihr diese Karte nutzt zum Einkaufen oder zu Sachen bezahlen, kriegt ihr jedes Mal 10 Swiss Coins. Das sind, ich glaube, das ist ein Rappen. Ja, das ist nicht viel. Kriegt ihr das als Guthaben noch auf euer Portfolio drauf sozusagen. Und das könnt ihr dann wieder umwechseln in andere Währungen oder es verkaufen im internen Marktplatz sozusagen. Ja, aber darum geht es nicht, sondern es geht darum. Ja, ich habe mir, wie gesagt, die Mühe gemacht und hier seht ihr es. Ich werde gleich mal aus dem Bild gehen, mich beziehungsweise wegbeamen. Und ihr seht es hier. 25 Franken, ab so viel könnt ihr investieren, ist aber meiner Meinung nach bis zu dieser Grenze von 70 Franken, solltet ihr es nicht machen, weil die Gebühren zu hoch sind. Also bei 25 Franken zahlt ihr 1 Franken Gebühren, das ist halt das Problem. Es gibt halt diese Minimum 1 Franken und das wären 4% Gebühren, das ist viel zu viel. Das heißt, wenn ihr da 25 Franken in Amazon-Aktie oder ein Teilstück von Amazon investiert, dann müsst ihr erstmal diese 4% wieder durch Kursgewinne wegmachen, damit ihr überhaupt auf plus minus null seid. Ja? Also das würde ich gar nicht empfehlen. Und ihr seht es weiter hier, bis zu einem Wert von 70 Franken und erst da kommen wir bei 1,5% an und diese 1,5% sind halt diese magische Grenze, weil das sind die Gebühren, die es auch in Deutschland gibt bei den Sparplanausführungen. Deswegen ist das für die meisten akzeptabel mittlerweile. Aber erst darüber hinaus wird es interessant. Und wie gesagt, ich habe mir wirklich Mühe gemacht bis 100.000. Ja? Und ihr könnt es eigentlich schon sehen, interessant wird es ab einem Wert von 200 Franken, genau, weil dann ist der Preis oder sind Gebühren 1,15 Franken und entsprechend 0,58%. Und diese 0,58% sind eigentlich die, die dann bis in die Unendlichkeit weitergeführt werden. Ja, das heißt, zwischen 200 bis 1.500 Franken sind die Gebühren noch interessant, wenn ihr wirklich bei einem Schweizer Broker bleiben wollt. Erst danach, so ab 1750, sind es über 10 Franken, wäre es wieder günstiger, bei einem deutschen Broker zu kaufen oder zu besparen, weil da habt ihr ein maximales Limit. Das heißt, es gibt kein Cap hier. Hier gehen die Gebühren auch weiter mit dem Preis sozusagen. Ihr seht es, bei 5000 zahlt ihr schon 28,75. Das wäre fast das Dreifache, was ihr in Deutschland zahlen würdet zum Beispiel. Kommt direkt Consorsbank, wie auch immer. Deswegen habe ich gesagt, der faire Preis oder das beste Angebot bei You ist zwischen 200 bis 1500 Franken. Da zahlt diese 0,58%, also bis 1750 eigentlich.
Danach zahlt ihr prozentual das Gleiche, aber die Gebühren wären dann nominell zu hoch, weil da ist noch ein Cap. Und zum Beispiel bei einem deutschen Broker kostet es dann 8,95, 9,95, sowas in Art. Und mehr wird es nicht kosten. Das heißt, ihr könnt 100.000 investieren und es wird trotzdem 9,95 an Gebühren nur geben. Klar, das sind jetzt wieder Summen, aber für die Schweizer habe ich es mal aufgeführt, weil es gibt auch Schweizer, die haben halt Kohle. Ne? Und wenn du nochmal 10.000 reinbutterst, dann sind es mal 57 Franken. Könntest du dir sparen, indem du zum Beispiel irgendwo für 10 Euro oder 10 Franken Gebühren hast und die 47 Franken, davon gehst du dir noch 3 Kebabs holen, ja? Oder 3,5. So, also ihr seht es hier. Beste ist, ich mache mich kurz mal weg, kleiner Blick, Cam so. Ihr seht es hier, da ist der Sweet Point bei 200, lohnt sich es dann wirklich. Ne? Ab 70 könnt ihr es machen, dann ist es wie in deutschen Preise. Je mehr ihr investiert, desto günstiger wird es, bis es dann irgendwann bei dieser Grenze von 0,58% Gebühren ankommt, wo ich der Meinung bin, dass das dann fair. Also 200 ist eigentlich so, glaube ich, der Sweet Point. Da solltet ihr versuchen zu investieren. 25 würde ich euch nicht empfehlen, sind viel zu viel. 4% ist krank, das ist zu viel, sorry. Ne? Ab 70 geht's los, bis 200 ist okay, ab 200 bis 1500 ist fair. Und darüber hinaus würde ich dann wieder gucken, dass ihr vielleicht bei DEGIRO macht, weil da zahlt ihr zum Beispiel für amerikanische Titel nur 50 Cent plus irgendwie 1 Cent pro Stück, was ihr danach kauft. Ja? Also man muss schon ein bisschen gucken. Wenn ihr wirklich in der Schweiz bei ihm bleibt, dann ist You jetzt wirklich ideal. Endlich haben sie es gelauncht. So, ich komme mal kurz wieder. Und jetzt schauen wir uns das Ganze an der App an. Kleiner Augenblick. So, ihr seht jetzt hier, ich habe, wie gesagt, momentan nur Bitcoin und Ethereum. Ihr seht, Bitcoin bin ich 45,64% im Plus mit den 0,016, die ich habe. Und Ethereum 0,097. Da bin ich 66% im Plus. Gestern war es sogar 71 oder sowas. Summa summarum seht ihr oben 84 Franken 56 im Plus, beziehungsweise 53,34%. Ich halte Bitcoin und Ethereum auch bei Coinbase, aber ich habe halt You schon seit Mai, wie gesagt, und habe da zwischendurch mal eingekauft. Und es ist super easy. Also ihr seht Startseite hier, Links, Aktivitäten, dann seht ihr hier die Zahlen. Ihr könnt verschiedene Währungen halten, was wirklich cool ist, wenn ihr zum Beispiel Euro braucht, hier Euro oder Franken oder Dollar. Könnt auch noch mehr haben. Dann könnt ihr Spartopf machen, dann könnt ihr sagen, okay, ich möchte sparen auf irgendwas und das da haben. Zinsen gibt es jetzt darauf keine. Aber das Interessanteste sind natürlich diese Sachen hier. Und wenn wir jetzt hier drauf gehen auf Anlage suchen, dann habt ihr hier die Möglichkeit zu sagen Aktien, Krypto, Trends, ETFs. ETFs hat es leider noch sehr, sehr wenige. Wir können kurz mal reingehen, da könnt ihr mal schauen. Also da ist jetzt nichts, was wir jetzt irgendwie kennen im Sinne von MSCI World oder FTSE All World oder sowas. Also das ist jetzt nichts für mich, ja, muss ich sagen. Aber was interessant ist, sind halt einmal die Kryptowährungen. Wir schauen uns kurz an, was es gibt. Wie gesagt, für mich ist eigentlich nur Bitcoin und Ethereum interessant, aber ihr habt Cardano auch, ihr habt Ethereum, Ripple, Stellar, ja, und so weiter. Aber das ist jetzt das Interessante. Ihr könnt dann nach Ländern sortieren oder einfach alle. Und wenn wir jetzt hier einfach mal schauen auf Vereinigte Staaten, dann sind das die aktuellen Aktien. Sind knapp über 200, also wurden ungefähr 90 oder 100 erhöht. Vorher waren es weniger gewesen. Und das sind die ganzen. Sieht zwar sehr rot aus, aber Beispiel Google, wir gehen jetzt mal rein, geht hier auf Kaufen, also ihr habt noch ein bisschen Beschreibung und so weiter, Ratings, und dann gehen wir auf Kaufen und jetzt neu und ganz wichtig, wenn ihr die App schon habt, ja, dann müsst ihr die einmal im App Store aktualisieren oder halt im Google Play Store, weil erst dann gibt es diese Funktion von den Werten, dann geht ihr jetzt auf Wert in US-Dollar und jetzt könnt ihr hier eingeben 25, jetzt reicht es bei mir nicht, aber es würde anzeigen, was ist der aktuelle Kurs, ja, 0,085 Stück, 4 Stellen hinterm Komma wird es maximal und die Gebühren. Und was ist der geschätzte Betrag? Ja, so wird das Ganze aussehen. So, jetzt gehen wir mal hier einmal alles durch, damit ihr seht, was es gibt. Könnt ihr ja pausieren. So, weil die Liste habe ich jetzt nirgendwo gefunden als PDF oder sowas von You. Es wäre noch ganz cool, wenn es irgendwo hinterlegen würden, damit man immer sieht, was gibt es denn, ohne dass man die App jetzt haben muss. Ja, aber es ist dabei Netflix, Nike, McDonald's, Nvidia, PayPal, Procter & Gamble, Philip Morris, Pfizer. Ja, also da ist schon ein bisschen was drin. Starbucks, Tesla. Die großen Namen sind vertreten. Ja. So, wenn wir jetzt hingehen, dann auch interessant für alle in der Schweiz wohnen. Die Schweizer Aktien, es sind sehr viele dazugekommen. Ja, zum Beispiel hier die ganzen Banken, Berner Kantonalbank, Calida. Eine Sache noch, man kann leider die Aktien nicht ins Aktienregister eintragen lassen. Und zum Beispiel hier dieses Calida Pyjama haben, wenn ihr 10 Stück habt, im Aktienregister eingetragen seid, damit ihr das nach Hause zugeschickt bekommt. Das geht leider nicht, das ist sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass es irgendwann implementiert wird. Dasselbe für Swatch.
Hier ist leider die große Swatch-Aktie, nicht die kleine, weil mit der kleinen könnt ihr, wenn ihr im Aktienregister eingetragen seid, dann die kostenlose Aktionärsuhr bekommen einmal im Jahr. Das ist dann wieder im April nächsten Jahres. Da bin ich dran, ob ich das vielleicht noch doch noch machen werde über einen anderen Broker. Ich muss mal schauen. Aber ja, das ist nicht die Swatch-Aktie, sondern die andere. Also ihr habt schon ein bisschen Auswahl, ne? Ihr seht, insgesamt hat es 220 Aktien, 24 Kryptowährungen und so weiter, aber nochmal noch ein Beispiel, vielleicht Lind, ja, 115.600, da könnt ihr euch eine Lind-Aktie jetzt kaufen, oder Nestle, da könnt ihr sagen, Wert in, und ihr seht, wenn wir in der Schweiz sind, sind es Schweizer Franken, wenn ihr bei Euro seid, sind die, ist es ein Euro, wenn ihr in US-Dollar seid, ist es ein US-Dollar, ja. Aber ihr seht es zum Beispiel für 25 Franken, ich habe jetzt nur 12 Franken irgendwas auf dem Konto noch, Kurs 0,2026 Anteile, 1 Franken Gebühren, 26 Franken, aber wie gesagt, lohnen würde sich das erst bei 200 so wirklich. Dann seht ihr, die 1,62 Aktien, 1,15%, 1,15 Franken Gebühren, 201 Franken 15. So, das war es eigentlich gewesen. Ja, ich bin super happy und werde jetzt schauen, welche Aktien ich da besparen werde. Ich nehme an, ich werde mir ein, zwei Schweizer Aktien raussuchen, die ich einfach bei den anderen Brokern zu teuer waren. Zum Beispiel DEGIRO ist halt Marktplatz oder Kaufbörse, wäre dann eine Schweizer Börse, da wären die Gebühren zu hoch. Aus Deutschland kann man Schweizer Aktien nicht kaufen. Wenn ihr wirklich in Schweizer Aktien investieren wollt, ist das, glaube ich, eine super, super Möglichkeit. Und ihr könnt jetzt, wie gesagt, ab 75 Franken bis 200 Franken ist es okay, ab 200 Franken ist dann wirklich fair, mit Maximum 1.057 Franken. Ja. Also, wenn ihr gerne ein Konto öffnen wollt, der Code ist unten in der Beschreibung, beziehungsweise ich blende den hier irgendwo ein und dann kriegt ihr 500 Swisscoin Goodie Bonus. Ihr müsst aber 500 Franken investieren, nur mal so nebenbei. Also, ihr müsst es überweisen, ihr müsst damit nichts machen, aber dann kriegt ihr halt diese 500 Swisscoins. Und ja, das war's gewesen. Danke fürs Update. Gerne ein Abo dalassen. Bleibt gesund, habt einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.